Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal wieder mal zu einem neuen Video im EDS 2. Ich habe mir mal gedacht, ich mache mal einen Schwertransport mit Begleitschutz und allem drum und dran. Dieser geht ja leider nicht im Multiplayer, was auch verständlich ist, sehe ich so. Und daraufhin bin ich wieder im Singleplay unterwegs. Ich stehe in Nantes, Frankreich und fahre nach, keine Ahnung, Civaux. Keine Ahnung, kann ich nicht aussprechen, ich kann kein Französisch. Das ist ein Industriekondensator und sind mal eben so 60 Tonnen. Den wollte ich jetzt gerne fahren. Und dann fahren wir mal hin zu unserem. Schon mal Licht anmachen. So, mal eben die Karte ein bisschen kleiner machen. War das bestimmt hier direkt? Das ist bestimmt direkt hier. Habe ich wohl schon richtig geparkt. Ah, da ist er doch schon. Dann nehmen wir den doch gleich an. Fortfahren. So, es wird jetzt alles vorbereitet, wie man sieht, und dann fahren wir gleich mit so einem kleinen Schwerlasttransport mit Kamerateam, mit Begleitschutz hier quer durch Frankreich. Das sind nur 350 Kilometer oder so, aber mit so einem Ding, das wird schon sportlich. Ich wollte mir diesmal keinen Auftrag über den virtuellen Speeditor erstellen, weil das hätte nicht so wirklich Sinn gemacht. So, Blinkies an und los geht die wilde Fahrt. Das, da kommt schon das erste Nadelöhr, die Ausfahrt. Und da habe ich schon irgendwo was angeeckt. Alter, ist das eine Karriere. Wir können auch immer nur so kleine Ausfahrten nehmen. Wir fahren heute mal so ein bisschen von draußen, einfach mal zu sehen, dass man ein bisschen mehr sieht vom Fahren her wegen dem Begleitschutz und ja, und einfach mal die Größe zu sehen. Das ist einfach mal interessant. Das Gute ist, mich interessieren jetzt keine Ampeln. Ich habe Vorfahrt. Überall. Aber mein LKW, der hat genug Kraft. Bald hat er die 100.000 Kilometer voll, mein LKW. Dann kommt es nämlich, dass ich einen neuen mir hole. Aber da ich die Folgen ja schon vorab aufnehme, bevor die veröffentlicht worden sind, kann es natürlich sein, dass ich im nächsten Aufnahmepunkt oder im nächsten Livestream schon einen neuen LKW habe. Man weiß es nicht. Oh, hier ist alles schön abgesperrt. Kommt jetzt kein Zug, hoffe ich.
Also ein bisschen tricky hier alles mit dem kleinen Ding hinten dran. Also war das, ich hatte vorher natürlich eine Auswahl getroffen, was ich für Touren fahre. Das war das einzigste Interessante, was ich so gefunden habe. Was für mich so interessant war eigentlich vom Fahren her. Und ja. Es ist eine schöne Fracht. Masse an Gewicht, Masse an Länge und schön mit Begleitschutz. Das finde ich eigentlich ganz klasse, dass ich sowas mal zeige. Eigentlich müsste ich sogar ein anderes Getriebe dafür haben, aber da ich genug Leistung habe unter der Haube, habe ich einfach das, bleibe ich bei dem Sechsganggetriebe, weil das wurde mir empfohlen, das Sechsganggetriebe, und das finde ich eigentlich ganz okay. Eben kurz einsteigen, gucken, wie der Tempomat eingestellt ist. Ja, auf 60, das ist gut. Der Navi brauche ich eigentlich gar nicht. Weil verfahren kann ich mir eh nicht. Der fährt ja vor mir her. Nee, es, um genau zu sein, sind es 398 Kilometer insgesamt. Und hier, wie man sieht, steht schon überall die Polizei und alles. Ich will mal gucken, dass ich die nächste Tour im neuen Skandinavien DLC fahre. Und ja, das wird dann schon auch irgendwie so eine Schwerlasttransport oder irgendwie sowas. Ein bisschen drauf achten, dass. Nee, hat geklappt. Ja, mit den Kreisverkehren, das ist dann schon so eine Sache für sich, aber ich finde es eigentlich cool, mal. Oder allgemein fahre ich gerne so große Dinge. So einen kleinen Schwertransport oder sowas. Mit Begleitschutz. Ist mal was anderes. Bringt mal ein bisschen Abwechslung rein. Und es war kein vernünftiger dabei, wo man richtig Geld mitmacht. Eher andere Schwerlasttransporte, wo ich wieder Vollgas geben kann, bis der Arzt kommt. Und das will ich ja nicht. Eben bedanken, dass sie so schön gewartet haben. Muss ja auch sein. Ich hatte so einen schon mal mit der, ich glaube, die Lokomotive hatte ich dahinter. Und da war mein Scania noch nicht komplett aufgearbeitet. Und da hatte ich das Problem, dass ich den Berg nicht hochkam. Da konnte ich tun und lassen, was ich wollte. Aber als nächstes kommt eh ein Schwerlast-LKW. Weil ich da voll Bock drauf habe. Ob nun. Ich bin eigentlich. Ich tendiere zu einem DAF, weil ich natürlich auch das DAF-Ausstattungspaket habe. Was so ein bisschen anders ist dann. Wo man noch so ein paar Extras hat und sowas. Vielleicht werden wir den auch bald konfigurieren zusammen. Als Livestream.
Da macht er schon Platz für mich. Klasse. Ein Service hier. Wahnsinn. Und jetzt wird es wieder dunkel, das ist auch wieder klasse. Es wird schon wieder Nacht. Gedacht, ich kann schön im Tag fahren, aber nein. Ich muss mich hiermit abfinden, dass es wieder Nacht ist. Oh, Tempomat habe ich vergessen reinzumachen. Kein Wunder, dass ich nicht vorankomme. Wenn ich kein Gas gebe und. Weil es ja 60, kann ich auch 60 fahren. Ach ja. So eine schöne kleine Tour und. Das ist schon nicht schlecht. So ein kleinen Hütschenfiedel da hinten dran. Und gleich wird es wieder interessant. Steigen wir mal aus. Wenn man so ein bisschen auf die Karte eben geachtet hat, vom Navi, ist so gleich ein bisschen heikel hier, was ich hier mit zurechtfahren darf. Irgendwie sah das ganz schön komisch aus. Wollen wir mal gucken. Oh, es geht aber. Das ist aber halb so wild. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre schlimmer und es wird sich mehr in. Es würde noch enger werden, aber so. Es ist ja halb so wild. Boah, die Höhe der Brücken ist ja auch gerade so gewöhnungsbedürftig. Tiefer dürften die nicht sein, weil dann hätte ich ein Problem. Ich vermute mal, die ganze Fahrt wird jetzt nur über Landstraße folgen. Weil wenn, wo ich den Streckenverlauf so überprüft habe, sah das wirklich so aus, dass es rein Landstraße ist. Weil es sind ja auch nur knapp etwas über 300 Kilometer. Und was habe ich wieder vergessen? Die Musik. Also die Musik muss ja so ein bisschen im Hintergrund düdeln. Für mehr mache ich die Musik gar nicht an. Das ist einfach so ein bisschen was im Hintergrund düdelt und ja. Der hätte auch mal warten können, der Arsch. Mann, Mann, Mann.
Den hat er zum Glück ein bisschen ausgebremst. Das war ja, hat er ja gut gemacht, dass der Bus nicht so weit vorne stand, weil sonst hätte ich den erwischt. Das war jetzt über die Hälfte der Folge ohne Musik. Das ist ja schon mal doof. Und 5 Mal wieder rein auf 60. Mach doch mal Licht an da. So, ich muss den nächsten Rastplatz muss ich kurz anhalten und mein Licht einstellen. Da muss man noch umgestellt werden. Weil wie man sieht, sind meine Hauptscheinwerfer nur die normalen vom LKW an, aber nicht meine Zusatzscheinwerfer. Aber ich habe ein bisschen wenig Licht vorne. Entschuldigung für das Niesen. Und für diejenigen, die jetzt schon Gesundheit in die Kommentare schreiben, bedanke ich mich jetzt schon mal. Was macht er denn hier? Fahr doch weiter. Bleib doch nicht stehen. Bleib da einfach stehen. So, liebe Zuschauer, schön, dass ihr alle mit zugeschaltet habt. Wir haben hier den kleinen Schwertransport und da fahren wir beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.